Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de. Wir machen weiter mit Johannes 10. Wir sind dabei, dieses Gleichnis zu verstehen von Jesus als dem guten Hirten. Und heute haben wir einen Vers, den wir uns ein bisschen genau anschauen wollen, der uns ein richtig großes Fenster aufmachen wird in der Bibel und in das Denken Gottes hinein. Und das wollen wir gemeinsam tun mit der Führung des Heiligen Geistes. Lade euch ein, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Danke sagen, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Dass wir es lesen können, darüber nachdenken können und dadurch verwandelt werden. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt nach deiner Verheißung eine echte Begegnung mit dir in deinem Wort haben. Wir möchten dich bitten, dass wir uns gedanklich ganz auf das konzentrieren können, was du mir und uns heute persönlich sagen möchtest. Wir danken dir, dass du unser Lehrer bist, dass du uns den Weg weist und dass wir dich heute noch etwas besser kennenlernen dürfen. Darauf freuen wir uns. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung. Johannes, gleicher Autor, aber anderes Seminar. Johannes Kapitel 10 und dort Vers 16. Das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, vor 2 Wochen, haben wir darüber gesprochen, dass Jesus gesagt hat, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Könnt ihr euch erinnern? Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe und wir haben uns Gedanken gemacht, eine ganze Reihe von sehr bewegenden Bibelversen, dass Jesus für mich und für uns alle gestorben ist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir das besprochen haben, versucht haben zu verstehen, was das eigentlich praktisch bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er alle meine Schuld, alle meine Sünden, alles, was mich belastet, am Kreuz schon getragen hat, dass die Schuld schon auf ihn geworfen worden ist und wenn ich ihm das glaube, dann egal, wenn meine Sünden scharlachrot sind, bin ich weiß wie Schnee. Und heute, da könnte man eigentlich noch viele, viele, viele weitere Folgen allein über das Thema machen, nicht wahr? Und einfach nur darüber sprechen. Und wir versuchen das überall irgendwo mit einfließen zu lassen. Aber heute gehen wir jetzt weiter, denn Jesus sagt auch noch mehr. Denn diese Botschaft, die sollten ja nicht nur die Jünger hören, die ihn jetzt gerade hören, sondern diese Botschaft soll in die ganze Welt. Und das bringt uns jetzt gedanklich zu dem, was in Vers 16 steht. Hat ihn jemand? Mag jemand Vers 16 lesen? Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Genau, wir haben gelernt, Jesus stellt sich als der gute Hirte dar, oder? Wir sind heute in 10, Vers 16. Jesus ist der gute Hirte und er präsentiert sich damit als der eigentliche Leiter der Gemeinde. Ihr könnt euch erinnern, großer Kontext, in Johannes 9 ist jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Für was für ein Verbrechen? Er hat sich zu Jesus bekannt, ja, und er ist ausgeschlossen worden von den Pharisäern. Und Jesus zeigt dir jetzt in Johannes 10, dass er der wahre Leiter der Gemeinde ist, der wahre Hirte, der sich um die wahre Gemeinde Gottes kümmert. Dieser Hirte oder die Idee eines Hirten ist ja die auch, ich weiß nicht, ob du das wisst, im alten Orient verbunden mit der Idee, dass man ein König ist. Ja, die Könige haben sich auch mal als gute Hirten bezeichnet. Ja, als die Hirten, die für das Volk weiden, das Volk sorgen, für das Volk da sind. Und das Volk Israel hat auf einen König gewartet, oder? Gewartet auf einen Hirten. Und was haben die Israeliten sich so erhofft von dem Hirten, der kommt? Vielleicht haben wir so 2 der wesentlichen Punkte, die sie von diesem kommenden Hirten sich erhofft haben. Wenn der dann kommt, der Messias, was soll der tun? Er sollte, also die Idee war, so hatte man das sich gewünscht, ja, die Feinde besiegen, ja. Und dann, was sollte er noch tun? Also die Feinde besiegen, um dann was zu machen. Genau, er sollte, und zwar für wen? Über wen sollte er herrschen in Herrlichkeit?
über das Volk Israel. Ja, also sie hatten gehofft, dass der Messias kommt als der Hirte des Volkes und er alle Römer, alle Bären und Löwen und Wölfe vertreibt, ja, so in ihrer Vorstellung die Römer und was da alles sonst noch so gab an Nationen und dann Israel, das Volk Israel erhöhen, ja, dass Israel sozusagen Weltmacht wird. Das war die Idee. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Und er bringt allerdings zwei völlig unerwartete Aspekte rein. Er sagt nämlich, der gute Hirte macht was mit seinem eigenen Leben? Er gibt sein Leben, er lässt sein Leben. Der gute Hirte stirbt. Ja? Lässt sein Leben. Und das klang für die Israeliten so, als ob das ein kompletter Gegensatz ist zu dem, was sie gedacht haben. Und zu dem, was sie sich vorgestellt haben, war das auch ein kompletter Gegensatz. Aber war es ein echter Gegensatz? Eigentlich aus dem Alten Testament. Und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr die Aufgabe habt, hättet, oder jetzt habt ihr sie, heute habt ihr die Aufgabe, ja, ihr sollt mal aus der Bibel zeigen, dass Gott schon immer alle Menschen retten wollte. Nicht nur die Israeliten. Und ihr habt nur das Alte Testament, okay? Ihr dürft jetzt nicht Matthäus und nicht Offenbarung und nicht Römer, sondern nur das Alte Testament. Ihr habt nur das Alte Testament. Welche Bibelstellen würdet ihr anführen, um zu zeigen, dass Gott über Israel hinausgedacht hat und überall seine Schäfchen hat? Bin mal gespannt. Ihr habt nur das Alte Testament. Neues Testament dürft ihr jetzt vorläufig nicht gebrauchen, weil Jesus hatte das jetzt auch erstmal nicht so zur Hand, ja? Woran kann man im Alten Testament sehen, dass Gott auch andere Schafe außerhalb des Volkes Israel hat? Sammeln wir mal ein bisschen mal an Gedanken, Versen, ja, Geschichten. Ah, in den Zehn Geboten heißt es, dass der Sabbat auch gültig ist für die Fremdlinge. Ja, nicht nur für einen selbst natürlich, für die Kinder, für Magd und Knecht und Rind und Esel und auch für die Fremdlinge. Ja, also da sehen wir, dass das, was Gott an Geboten gibt, nicht nur auf Israel beschränkt ist. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir sammeln mal ein bisschen, was euch einfällt. Textstellen im Alten Testament, die deutlich machen, dass Gott auch andere Völker retten möchte, nicht nur an das Volk Israel denkt. Abraham, das heißt, er wird so viele Kinder haben wie die Sterne. Mhm. Also Abraham ist ein sehr gutes Beispiel, denn wer war Abraham? Oder wo, also was war mit Abraham eigentlich, also was ist so die Hauptgeschichte von Abraham? Dass er der Vater der Völker wird. Ah, genau, er sollte ein Segen sein werden, und zwar ein Segen. Schaut mal in 1. Mose 12, 1. Mose 12 und dort Vers 3. 1. Mose 12, Vers 3.
Wir schreiben einfach ein paar Bibeltexte so auf, dass wir uns die so ein bisschen dann merken können. 1. Mose 12, Vers 3 ist ein gutes Beispiel. Da heißt es von Abraham, also Gott sagt über Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Ja, also in Abraham, in seinem Samen, man könnte sagen durch das Volk, das aus ihm kommt, sollen alle Völker gesegnet werden. Ja, nicht vertrieben werden, nicht besiegt werden, das steht nicht in dir sollen alle Völker besiegt werden, sondern gesegnet werden. Ja, Abraham sollte ein Segen sein und deswegen sollte auch Israel ein Segen sein. Okay, also Abraham ist ein gutes Beispiel. Fallen euch noch andere Beispiele ein, wo deutlich wird im Alten Testament, Gott will nicht nur die Israeliten retten. Ja, ihr wisst vielleicht auch, ganz kurz, ihr wisst vielleicht, das ist eine Idee, ich habe vor kurzem auf dem Missionssabbat habe ich ein langes Gespräch geführt mit einem richtig treuen, aufrichtigen, bibelfesten Christen, für den das absolut unvorstellbar war, dass das Evangelium im Alten Testament schon genauso das gleiche ist wie im Neuen Testament. Ja, für ihn war das ganz klar, im Alten Testament, da gab es die Regeln, da gab es die Gebote, da ging es um Israel und im Neuen Testament geht das Evangelium zu den Völkern. Ja, und das ist sehr weit verbreitet. Ja, und deswegen wollen wir uns die Frage stellen, hat das, was Jesus hier sagt, andere Schafe, schon ein Fundament im Alten Testament? Setzt du. Ich habe aber Jonah in Ja? Und in Jesaja 53, Vers 12, da steht auch, dass er die Übeltäter darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich für die, unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebeten. Und herzlich willkommen. Hallo? Machen weiter mit johannes.de, wir www.julmedia eingeschaltet habt auf www.julmedia und schön, dass ihr jetzt live seid. Schön, dass ihr heute Abend da seid zu unserem Seminar der Ersehnte. Wo es möglich ist, dass wir gemeinsam mit dem Heiligen Geist lasst euch einsam tun mit der Führung des und das wollen wir gemeinsam das Denken Gottes hinein. Bibel und in der Bibel Fenster aufmachen wird ein richtig großes genau anschauen wollen, der uns den wir uns ein bisschen und heute haben wir einen Vers als dem guten Hirn. Verstehen von Jesus als Gleichnis zu 10. Wir sind dabei dieses können. Was du ganz auf das konzentrieren. Gedanklich möchten dich bitten, dass wir uns Wort haben. In deinem Begegnung mit dir, deiner Verheißung, eine echte, wir jetzt nach. Wir möchten dich bitten, dass wir dadurch verwandelt werden, denken können. Darüber nach, dass wir es lesen können, Wort geschenkt hast. Du uns dein Wort. Danke sagen, dass wir dir Danke sagen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten. Und dort 10, Johannes Kapitel 10, das Seminar, aber andere. Johannes, gleicher Autor, Offenbarung. Schlag mit mir auf. Amen. Im Namen Jesu. Hab Dank dafür. Darauf freuen wir uns, noch etwas besser kennenlernen dürfen. Für dich heute, du weißt. Und das
dass du uns den Weg lehrst, dass du unser Lehrer bist. Wir danken, persönlich sagen möchtest, du mir und uns heute, das ist ja alle meine Schuld, ist Jesus für mich gestorben, verstehen, was das eigentlich praktisch bedeutet, versucht haben zu dass wir das besprochen haben, ist. Dann könnte ich daran erinnern, dass alle gestorben sind. Und für uns ist das Jesus für mich von sehr bewegenden Bibelfersen Dank gemacht. Eine ganze Reihe von Leben für die Schafe und wir haben uns gedacht, Hirte lässt sein Schafe, könnt ihr euch erinnern? Der Leben lässt für die Schafe, gesagt hat, dass er sein, haben wir darüber gesprochen, dass Jesus haben vor 2 Wochen, das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, das letzte, erst 16, Jesus sagt auch noch mehr. Tja? Denn Jesus, gehen wir jetzt weit, irgendwo mit einfließen zu lassen, aber heute, wir versuchen das überall so darüber zu sprechen und allein das Thema machen, nicht wahr? Und einfach noch viele, viele, viele weitere Vorträge. Da könnte man eigentlich noch. Und heute bin ich weiß wie Schnee und scharlachrot sind. Dann egal, wenn meine Sünden, wenn ich ihm das glaube, ihn geworfen worden ist und dass die Schuld schon auf ihn schon getragen hat, belastet am Kreuz, alles, was mich, alle meine Sünden. Und ein Hirte sein. Es wird eine Herde eine Stimme hören und hören und sie werden meinen, auch diese muss ich für Schafhürde sind. Nicht aus diesen Schafe noch andere Schafe, die lesen. Und ich 16. Jemand Vers. Wenn jemand mag ihn steht, hat das 16 zu dem, was in Vers bringt uns jetzt gedanklich soll in die ganze Welt und das kann, sondern diese Botschaft, die Jünger hören, die ihn jetzt gerade hören, sollten ja nicht nur. Denn diese Botschaft, die von den Pharisäern und Jesus, ja, und er ist ausgeschlossen worden, Jesus bekannt. Er hat sich zu, für was für ein Verbrechen? Aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. In Johannes 9 ist jemand, großer Kontext, Leiter der Gemeinde. Ihr könnt euch erinnern, damit als der eigentliche, und er präsentiert sich, der gute Hirte, und Jesus ist der, 10, Vers 16, und wir sind heute in, der Hirte da, oder? Stellt sich als der Gut Jesus. Genau. Wir haben gelernt, da sind. Und das Volk sorgen für das Volk, die für das Volk weiden, also als die Hirten. Wir haben sie auch mal als gute Hirten bezeichnet. Ein König ist ja die Königin mit der Idee, dass man es wisst, im alten Orient verbunden ist ja die auch, weiß nicht, dass die Idee eines Hirten ist. Oder das. Dieser Hirte. Gemeinde Gottes kümmert. Der Hirte, der sich um die wahre Leiter der Gemeinde ist, der wahre, dass er der wahre. Das zeigt er jetzt in Johannes 10. Für wen? Über wen sollte er herrschen? Genau, er sollte, und zwar. Um dann was zu machen. Was sollte er noch tun? Also die Feinde besiegen. Und dann? Ja. Feinde besiegen. Die Feinde sich gewünscht, ja. Also die Idee war, so hatte man das. Er sollte tun, wenn er dann kommt, der Messias, was soll der tun, wenn den Hirten sich erhofft haben, die sie von diesem kommt, zwei der wesentlichen Punkte, der kommt, vielleicht sagen wir mal so, und jetzt kommt Jesus und sagt, Weltmacht wird, das war die Idee, Israel sozusagen erhöhen, ja, das Volk Israel erhöhen, Israel, Nation und dann sonst auch so gab, an Stellung die Römer und was alles vertreibt, ja, so in ihrer Forschung und Wölfe verbehren und Löwen und alle Römer, also des Volkes und der Messias kommt als der Hirte, hofft das der Israel, ja, also sie hatten gehofft über das Volk in Herrlichkeit. Kompletter Gegensatz ist zu dem Israeliten, so als ob das ein und das klang für lässt sein Leben. Stirbt. Ja? Der gute Hirte. Er gibt sein Leben, er lässt sein Leben. Sein Leben macht was mit seinem eigenen. Er sagt nämlich, der gute Hirte, unerwartete Aspekt. Völlig. Bringt allerdings zwei. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. Aber war es ein echter Gegensatz? Vorgestellt haben, war das auch ein kompletter Gegensatz zu dem, was sie gedacht haben. Und
hättet oder jetzt habt, wenn ihr die Aufgabe habt, und jetzt seid ihr dran, eigentlich aus dem Alten Testament. Seine Schäfchen hat, überall Israel hinausgedacht hat und über ihn zeigen, dass Gott Stellen würde dir anführen, um zu Testament. Welche Bibel, ihr habt nur das Alte Testament, sondern nur das Alte Testament, Offenbarung und nicht Matthäus und nicht Alte Testament, okay? Ihr dürft jetzt nicht. Und ihr habt nur das Alte Testament, nicht nur die Israeliten wollte. Alle Menschen retten, immer. Dass Gott schon aus der Bibel zeigen, ihr sollt mal, heute habt ihr die Aufgabe, ja? Gedanken, Versen, ja? Geschichten, sammeln wir mal ein bisschen mal an, außerhalb des Volkes Israel hat. Andere Schafe, dass Gott auch im Alten Testament sehen, woran könnte man eben das jetzt auch erstmal nicht so zur Hand gebrauchen, weil Jesus hat, dürfte jetzt vorläufig nicht, nur das Alte Testament, Neue Testament, bin mal gespannt. Sich so erhofft von dem Hirte, was haben die Israeliten? Hirten. Und, oder? Gewartet auf, Israel hat auf einen König gewartet. Nicht nur das Volk Israel, andere Völker retten möchte. Auch Testament, die deutlich machen, dass Gott Textstellen im Alten Testament mal ein bisschen, was euch all einfällt. Drängt es, ja? Sehr gut, sehr gut. Wir sagen, nicht nur auf Israel an Geboten gibt, das, was Gott, ja, also da sehen wir das, und Esel, und auch für die Fremdlinge, Akt und Knecht und Rind, und für die Kinder, für ein selbst natürlich, ja, nicht nur für also gültig ist für die Fremdlinge. Ist es, dass der Sabbat auch in den zehn Geboten heißt, dort Vers 1. Mose 12 und 12, schaut mal, in 1. Mose Segen sein werden, und zwar ein Segen, genau, er sollte ein Hauptgeschichte von Abraham. Also, was ist so die. Also, was war mit Abraham eigentlich? Oder wer war Abraham? Denn wer ist ein sehr gutes Beispiel? Mhm. Also, Abraham. Denkt. Durch das Volk, das aus ihm kommt. Man könnte sagen, in seinem Samen, also in Abraham, alle Geschlechter der Erden gesegnet werden, und in dir sollen die dich verfluchen und verfluchen, will segnen, die dich segnen. Also Gott sagt über Abraham, ich von Abraham, gutes Beispiel. Da heißt es, 1. Mose 12, Vers 3, ist ein, was Sie so ein bisschen dann merken können, ein paar Bibeltexte so auf, dass wir, wir schreiben einfach 1. Mose 12, Vers 3. 3. Gespräch geführt mit einem richtig Sabbat. Habe ich ein langes Gespräch auf Mission. Ich habe vor kurzem, ihr wisst vielleicht, das ist eine Idee. Ja, ihr wisst vielleicht auch ganz kurz, die Israeliten retten. Will nicht nur Alten Testament. Gott, wo deutlich wird, fallen euch noch andere Beispiele ein. Also, Abraham ist ein gutes Beispiel, ein Segen sein. Okay. Ein Segen sein. Und deswegen sollte auch Israel gesegnet werden. Ja, Abraham sollte besiegt werden, sondern in dir sollen alle nicht besiegt werden. Das steht nicht. Ja? Testament, setzt du. Schon ein Fundament im Alten, das sagt, andere Schafe, denn hat das, was Jesus hier sagt. Ja, und deswegen wollen wir uns die Frage sehr weit verbreitet. Ja, und das Testament geht das Evangelium zu den Völkern. Um Israel und im Neuen Testament, da gab es die Gebote, da ging es im Alten Testament, da gab es die. Ja, für ihn war das ganz klar, so das Gleiche ist wie im Neuen Testament. Das Evangelium im Alten Testament schon genau unvorstellbar war, dass das Evangelium, für den das absolut unsten Christen, gegen Bibel vertreuen, aufrichtig. Darum will ich ihn zu viel zu
ja, nicht vertrieben werden, alle Völker gesegnet werden. Hallo und herzlich willkommen. Zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid und schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.julmedia.de. Wir machen weiter mit Johannes. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Danke sagen, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir es lesen können, darüber nachdenken können und dadurch verwandelt werden. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt nach deiner Verheißung eine echte Begegnung mit dir in deinem Wort haben. Wir möchten dich bitten, dass wir uns gedanklich ganz auf das konzentrieren können, was du persönlich sagen möchtest. Wir danken dir, dass du unser Lehrer bist, dass du uns den Weg weist und dass wir dich heute noch etwas besser kennenlernen dürfen. Darauf freuen wir uns. Hab Dank dafür im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung. Johannes, gleicher Autor, aber anderes Seminar. Johannes Kapitel 10 und dort das letzte Mal, als wir uns hier getroffen haben, vor 2 Wochen, haben wir darüber gesprochen, dass Jesus gesagt hat, dass er sein Leben lässt für die Schafe. Könnt ihr euch erinnern? Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe und wir haben uns Gedanken gemacht über eine ganze Reihe von sehr bewegenden Bibelversen, dass Jesus für mich und für uns alle gestorben ist. Dann kann ich daran erinnern, dass wir das besprochen haben, versucht haben zu verstehen, was das eigentlich praktisch bedeutet, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er alle meine Schuld mir und uns heute 10. Wir sind dabei, dieses Gleichnis zu verstehen von Jesus als dem guten Hirten. Und heute haben wir einen Vers, den wir uns ein bisschen genau anschauen wollen, der uns ein richtig großes Fenster aufmachen wird. Alles, was mich belastet, am Kreuz schon getragen hat, dass die Schuld schon auf ihn geworfen worden ist. Und wenn ich ihm das glaube, dann egal, wenn meine Sünden scharlachrot sind, bin ich weiß wie Schnee. Und heute, da könnte man eigentlich noch viele, viele, viele weitere Folgen allein über das Thema machen, nicht wahr? Und einfach nur darüber sprechen. Und wir versuchen das überall irgendwo mit einfließen zu lassen. Aber heute gehen wir jetzt weiter, denn Jesus sagt auch noch mehr. Vers 16. Sollten ja nicht nur die Jünger hören, die ihn jetzt gerade hören, sondern diese Botschaft soll in die ganze Welt. Und das bringt uns jetzt gedanklich zu dem, was in Vers 16 steht. Hat ihn jemand? Mag jemand Vers 16 lesen? Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Schafhürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Alle meine Sünden. Und Jesus stellt sich als der gute Hirte dar, oder? Wir sind heute in 10, Vers 16. Jesus ist der gute Hirte und er präsentiert sich damit als der eigentliche Leiter der Gemeinde. Ihr könnt euch erinnern, großer Kontext, in Johannes 9 ist jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. Für was für ein Verbrechen? Er hat sich zu Jesus bekannt, ja, und er ist ausgeschlossen worden von den Pharisäern und Jesus. Denn diese Botschaft, die, dass er der wahre Leiter der Gemeinde ist, der wahre Hirte, der sich um die wahre Gemeinde Gottes kümmert. Dieser Hirte, oder dass die Idee eines Hirten ist ja die auch, weiß nicht, ob ihr das wisst, im alten Orient verbunden mit der Idee, dass man ein König ist. Ja, die Könige haben sich auch mal als gute Hirten bezeichnet. Ja, als die Hirten, die für das Volk weiden, das Volk sorgen, für das Volk da sind. Und das Volk
Genau, wir haben gelernt, zwei der wesentlichen Punkte, die sie von diesem kommenden Hirten sich erhofft haben. Wenn der dann kommt, der Messias, was soll der tun? Er sollte, also die Idee war, so hatte man das sich gewünscht, ja, die Feinde besiegen, ja. Und dann, was sollte er noch tun? Also die Feinde besiegen, um dann was zu machen. Hm? Genau, er sollte, und zwar für wen? Über wen sollte er herrschen? Das zeigt er jetzt in Johannes 10. Über das Volk Israel. Ja? Also sie hatten gehofft, dass der Messias kommt als der Hirte des Volkes und er alle Römer, alle Bären und Löwen und Wölfe vertreibt, ja, so in ihrer Vorstellung, die Römer und was da alles sonst noch so gab an Nationen und dann Israel, das Volk Israel erhöhen. Ja? Dass Israel sozusagen Weltmacht wird. Das war die Idee. Und jetzt kommt Jesus und sagt, der kommt, vielleicht haben wir immer so, und er bringt allerdings zwei völlig unerwartete Aspekte rein. Er sagt nämlich, der gute Hirte macht was mit seinem eigenen Leben? Er gibt sein Leben, er lässt sein Leben. Der gute Hirte stirbt. Ja? Lässt sein Leben. Und das klang für die Israeliten so, als ob das ein kompletter Gegensatz ist zu dem in Herrlichkeit. Zu dem, was sie sich vorgestellt haben, war das auch ein kompletter Gegensatz. Aber war es ein echter Gegensatz? Sagt, ich bin der gute Hirte. In der Bibel und in das Denken Gottes hinein. Und das wollen wir gemeinsam tun mit der Führung des was sie gedacht haben. Und Heiligen Geistes. Und ladet euch ein, wo es möglich ist, dass wir gemeinsam die eigentlich aus dem Alten Testament. Und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr die Aufgabe habt, hättet oder jetzt habt, ihr sollt mal aus der Bibel zeigen, dass Gott schon immer alle Menschen retten wollte. Nicht nur die Israeliten. Und ihr habt nur das Alte Testament, okay? Ihr dürft jetzt nicht Matthäus und nicht Offenbarung und nicht Römer, sondern nur das Alte Testament. Ihr habt nur das Alte Testament. Welche Bibelstellen würdet ihr anführen, um zu zeigen, dass Gott über Israel hinausgedacht hat und überall seine Schäfchen hat. Israel hat auf einen König gewartet, oder? Gewartet auf einen Hirten. Und was haben die Israeliten sich so erhofft von dem Hirten? Bin mal gespannt. Ihr habt nur das Alte Testament. Neues Testament dürft ihr jetzt vorläufig nicht gebrauchen, weil Jesus hatte das jetzt auch erstmal nicht so zur Hand. Ja? Woran kann man im Alten Testament sehen, dass Gott auch andere Schafe außerhalb des Volkes Israel hat? Sammeln wir mal ein bisschen mal an Gedanken, Versen, ja? Geschichten. Heute habt ihr die Aufgabe, ja?
Ah, in den 10 Geboten heißt es, dass der Sabbat auch gültig ist für die Fremdlinge. Ja, nicht nur für einen selbst natürlich, für die Kinder, für Magd und Knecht und Rind und Esel und auch für die Fremdlinge. Ja, also da sehen wir, dass das, was Gott an Geboten gibt, nicht nur auf Israel beschränkt ist. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir sammeln mal ein bisschen, was euch einfällt. Textstellen im Alten Testament, die deutlich machen, dass Gott auch andere Völker retten möchte, nicht nur das Volk Israel. Also Abraham ist ein sehr gutes Beispiel, denn wer war Abraham? Oder wo? Also was war mit Abraham eigentlich? Also was ist so die Hauptgeschichte von Abraham? Dass er der Vater der Völker wird. Ah, genau. Er sollte ein Segen sein werden. Und zwar ein Segen. Schaut mal in 1. Mose 12. 1. Mose 12 und dort Vers. Sollen Erste Mose 12, Vers 3. Wir schreiben einfach ein paar Bibeltexte so auf, dass wir uns die so ein bisschen dann merken können. Erste Mose 12, Vers 3 ist ein gutes Beispiel. Da heißt es von Abraham, also Gott sagt über Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erden. Ja, also in Abraham, in seinem Samen, man könnte sagen durch das Volk, das aus ihm kommt, in dir sollen alle Völker besiegt werden, sondern gesegnet werden. Ja, Abraham sollte ein Segen sein und deswegen sollte auch Israel ein Segen sein. Okay, also Abraham ist ein gutes Beispiel. Fallen euch noch andere Beispiele ein, wo deutlich wird im Alten Testament, Gott will nicht nur die Israeliten retten. Ja, ihr wisst vielleicht auch, ganz kurz, ihr wisst vielleicht, das ist eine Idee. Ich habe vor kurzem auf Missionssabbat habe ich ein langes Gespräch geführt mit einem richtig drei. Bibelfesten Christen, für den das absolut unvorstellbar war, dass das Evangelium im Alten Testament schon genauso das gleiche ist wie im Neuen Testament. Ja, für ihn war das ganz klar. Im Alten Testament, da gab es die Regeln, da gab es die Gebote, da ging es um Israel und im Neuen Testament geht das Evangelium zu den Völkern. Ja, und das ist sehr weit verbreitet. Ja, und deswegen wollen wir uns die Frage stellen, hat das, was Jesus hier sagt, andere Schafe, schon ein Fundament im Alten Testament? Setzt du. Ich habe ja? Nicht besiegt werden, das steht nicht. 53, Vers 12, da steht auch, dass er die Übeltäter darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebeten. Freuen, aufrichten, ja, nicht vertrieben werden. Und herzlich willkommen. Hallo? Alle Völker gesegnet werden.
was du ganz auf das konzentrierst. Gedanklich möchten dich bitten, dass wir uns Wort haben. In deinem Begegnung mit dir, deiner Verheißung, eine echte, wir jetzt nach. Wir möchten dich bitten, dass wir dadurch verwandelt werden, denken können. Darüber nach, dass wir es lesen können, Wort geschenkt hast. Du uns dein Wort. Danke sagen, dass wir dir Danke sagen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten machen weiter mit Johannes. www.julmedia.de eingeschaltet habt auf www. Und dort 10. Johannes Kapitel 2. Seminar. Aber andere. Johannes, gleicher Autor. Offenbarung. Offenbarung. Schlag mit mir auf. Amen. Im Namen Jesu. Hab Dank dafür. Darauf freuen wir uns, noch etwas besser kennenlernen dürfen. Für dich heute weißt und dass du uns den Weg lehrst, dass du unser Lehrer bist. Wir danken, persönlich sagen möchtest. Danken gemacht. Wir eine ganze Reihe von Leben für die Schafe und wir haben uns gedacht, Hirte lässt sein Schafe. Könnt ihr euch erinnern? Der Leben lässt für die Schafe. Gesagt hat, dass er sein Leben. Haben wir darüber gesprochen, dass Jesus haben vor 2 Wochen. Das Mal, als wir uns hier getroffen haben. Das letzte. Und schön, dass ihr jetzt live. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Zu unserem Seminar, der Ersehnte. Ein richtig großes genau anschauen wollen, der uns, den wir uns ein bisschen. Und heute haben wir einen Vers als dem guten Hirten. Verstehen von Jesus als Gleichnis zu 10. Wir sind dabei, dieses. Du mir und uns heute. Das ist ja alle meine Schuld, dass Jesus für mich gestorben. Verstehen, was das eigentlich praktisch bedeutet. Versucht haben zu dass wir das besprochen haben. Ist. Dann könnte ich daran erinnern, dass alle gestorben sind. Und für uns ist das Jesus für mich von sehr bewegenden Bibelversen. Jesus sagt auch noch mehr. Tja? Denn Jesus, gehen wir jetzt weiter, irgendwo mit einfließen zu lassen, aber heute, tja, wir versuchen das überall nur darüber sprechen. Und allein über das Thema machen, nicht wahr? Und einfach noch viele, viele, viele weitere Folgen. Da könnte man eigentlich noch. Und heute bin ich weiß wie Schnee. Und scharlachrot sind. Dann egal, wenn meine Sünden, wenn ich ihm das glaube. Ihn geworfen worden ist und dass die Schuld schon auf schon getragen hat, belastet am Kreuz. Alles, was mich das Fenster aufmachen wird. Und ein Hirte sein. Es wird eine Herde eine Stimme hören und sie werden meinen. Auch diese muss ich für Schafhürde sind. Nicht aus diesem Schabe noch andere Schafe, die lesen. Und ich 16. Jemand Vers. Wenn jemand mag ihn steht, hat das 16 zu dem, was in Vers bringt uns jetzt gedanklich soll in die ganze Welt und das hören, sondern diese Botschaft, die Jünger hören, die ihn jetzt gerade hören, sollten ja nicht nur erst 16 von den Pharisäern und Jesus, ja, und er ist ausgeschlossen worden, Jesus bekannt. Er hat sich zu, für was für ein Verbrechen? Aus der Gemeinde ausgeschlossen worden. In Johannes 9 ist jemand, großer Kontext, Leiter der Gemeinde, ihr könnt euch erinnern, damit als der eigentliche und er präsentiert sich der gute Hirte und Jesus ist der 10, Vers 16, und wir sind heute in 20, Sacharja 8, ab Vers 20. So spricht der Herr der Herrscher, es werden noch Völker und die Bewohner vieler Städte kommen und die Bewohner einer Stadt werden zu denen einer anderen kommen und sagen, lasst uns hingehen, um den Herrn anzuflehen und den Herrn der Herrscher zu suchen. Auch ich will gehen. Also das ist quasi dann ein Moment, wo die Heiden sich untereinander besuchen und sagen, hey, gehst du auch mit? Wir gehen nach Jerusalem, ja? Wir gehen auch zum Volk Gottes. Die machen Missionen untereinander. Ja? So sehr. Warum? Warum? Warum ist das so? Vers 22. So werden große Völker und mächtige Nationen kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Herrscher. In jenen Tagen wird es geschehen, dass 10 Männer aus allen Sprachen der Heidenvölker, ja, alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen, einen Juden beim Rockzipfel festhalten und zu ihm sagen werden, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Also, das ist meine Vision von Mission. Stellt euch vor, dass die Menschen euch am Rockzipfel hängen und sagen, können wir mit euch in die Gemeinde gehen, wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Ja, ihr lacht. Das steht dort. Wie war es zur Zeit der Apostel? Die Leute sind zum Teil in Scharen gekommen, weil sie gehört haben,
da ist Jesus. Steht übrigens ganz oft in der Bibel, auch Jesaja, dass die Völker kommen werden zum Berg Zion, weil sie hören werden, dort ist das Wort Gottes, dort wird das Gesetz Gottes noch gelehrt. Ja, die Zeit kommt. Und was sagt 5. Mose 4? Wenn sie hören werden, eure Gebote, dann werden sie sagen, was für ein weises Volk. Und dann werden sie sagen, was ist das für ein Volk, dem sich die Götter, also wo ist ein anderes Volk, wo die Götter so oft sich dem Volk nahen, wann immer es bittet. Mit anderen Worten, gibt es sonst Menschen, die solche Gebetserfahrungen machen wie Gottes Volk? Ich muss da immer an Ellen White denken. Sie schreibt es in Propheten und Könige, glaube ich, dass sich das auch genauso erfüllt hat während der Zeit von David und Salomo. Ja. Dass sich viele in der Zeit, wo Israel geistlich stark war, auch dem Volk angeschlossen haben. Ganz genau. Wenn die Israeliten jetzt alle dann zur Zeit von Jesus auch so stark gewesen wären und sie hätten Jesus angenommen und Jesus wäre in ihrer Mitte für sie alle gestorben. Ich meine, wir wissen ja schon zur Zeit der Apostel, da kamen ja Leute aus Äthiopien, da waren ja Römer da, kamen Griechen, wollten Jesus sehen. Und das wäre noch viel mehr geworden. Die hätten alle quasi in Jerusalem, das hätte sich buchstäblich erfüllt. Ja? Wenn die Israeliten bei Israel geblieben wären, bei Jesus, dann hätte sich das buchstäblich erfüllt in Jerusalem. Wir wären alle nach Jerusalem gekommen. Ja? Wären alle Israeliten geworden. Sind wir ja auch, also geistlich, nicht wahr? Und Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Und er versucht, also Jesus erfindet hier nichts Neues. Er versucht eigentlich nur, seinen Zuhörern deutlich zu machen, was im Alten Testament die ganze Zeit unmissverständlich eigentlich steht. Noch andere Schafe. Und das heißt für uns, praktisch jetzt am Ende noch ganz kurz. Wir sind beauftragt, das Evangelium zu predigen. Wo? In allen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen. Warum? Weil Jesus in allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, ich darf ergänzen, in allen Religionsgemeinschaften, sagt Ellen White, in allen Kirchen, Schafe hat. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie erreichen wir Gottes Schafe in der katholischen Kirche und Gottes Schafe bei den Zeugen Jehovas und Gottes Schafe bei den Methodisten und Gottes Schafe bei den Schiiten und bei den Sunniten und bei den Buddhisten und bei den Marxisten, ja, und bei den Hinduisten und bei den Animisten. Wie erreichen wir Gottes Kinder dort? Weil wir wollen nicht über die Israeliten im Alten Testament lächeln und sagen, die haben ja die Mission gemacht. Und am Ende selbst es nicht machen. Ja? Weil Jesus möchte gern die anderen Schafe führen. Und wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, dann habe ich einen Wunsch, auch andere Schafe zu Jesus zu führen. Ich habe den Wunsch, dass Jesus sie führen kann, oder? Und deswegen dürfen wir nie vergessen, es gab das organisierte Volk Israel. Es gab viele Schafe, die sollten eigentlich alle nach Israel kommen. Könnt ihr das sehen? Da war nicht die Rede davon, Israeliten wären jetzt so wie die Moabiter und wie die Assyrer, sondern da war die Rede davon, dass die Assyrer wie Israeliten wären, dass die Assyrer nach Israel kommen, dass sie alle zur Wahrheit kommen. Also Mission ist nicht, dass wir sagen, okay, überall sind ein paar Schafe, alle sind gleich voll Gottes. Nein, all die Schafe sollen zu Jesus kommen, zu seiner Wahrheit, zu seinem Tempel, zu seinem himmlischen Heiligtum. Ja? Und in diesem Sinne, lasst uns lesen noch am Ende, was in Johannes 10 steht, was Jesus selbst sagt. Und das ist sehr wichtig auch. Johannes 10 und dort in Vers 16, er sagt, und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhütte sind. Auch diese muss ich führen. Jesus hat genauso eine Verantwortung für seine Kinder in anderen Kirchen und in anderen Völkern, wie er eine Verantwortung für uns empfindet. Wir sind nicht sozusagen, nur weil wir schon in der organisierten Gemeinde Gottes sind, sind wir nicht erstklassigere Kinder Gottes. Ja? Was sagt Jesus in Offenbarung 18? Kommt aus hier heraus mein Volk. Er sagt nicht, kommt heraus, damit ihr mein Volk werdet. Er sagt, ihr seid schon mein Volk, aber ihr seid doch am falschen Ort. Kommt heraus. Und dann steht hier, auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Dort steht nicht eine Herde und noch 25 Splittergruppen drumherum. Eine Herde. Gott, Jesus, hat vorhergesehen, es wird eine Herde sein. Diese Herde wird auch, die wird nicht einfach nur, jeder macht, was er will, sondern es ist eine Herde unter einem Hirten. Und das größte Geheimnis echter Einheit in der Gemeinde ist, wenn wir alle einen Hirten haben. Wenn Jesus unser Hirte ist, werden wir auch uns zusammen in der Schafhürde verstehen. Ja? Vielleicht werden wir mal aufeinander trampeln, ja? Uns gegenseitig
anstrempeln als Schafe, ja, weil jeder das gleiche essen wollte oder so. Aber auf Dauer werden wir, als wenn wir einen Hirten haben, werden wir auch als Schafe zusammenhalten. Und wenn aber jeder denkt, er ist ein besseres Schaf als die anderen und seine Wolle ist noch reiner als die beim anderen, dann hat der Feind sehr leicht, die ganzen einzelnen Schafsplittergruppen wegzureißen. Wir müssen eine Herde sein. Also, das heißt, er hat viele Schafe und wo müssen die alle hin? In die eine Herde. In die eine Herde, die er organisiert, in sein Volk. Deswegen gibt es in allen Nationen, Stämme, Völker und Sprachen, in allen Kirchen Kinder Gottes. Die sind schon Kinder Gottes, die sind schon bekehrt. Die wissen vielleicht noch nicht alle Wahrheiten, die wissen vielleicht noch nicht, wo Gottes wahre Gemeinde ist, aber sie sind schon bekehrt und sie sollen auch herausgeführt werden. Und natürlich viele andere sollen noch bekehrt werden. Ja, das erst recht. Genau, in diesem Sinne wollen wir dankbar sein, dass wir einen Hirten haben. Sind wir dankbar, dass das Alte Testament genau dasselbe Evangelium predigt wie das Neue? Sind wir dankbar, dass Jesus unser Israel ist und dass sein Name über uns ausgerufen ist? Wenn wir das geistliche Israel sind, dann deswegen, weil Jesus für uns kämpft und weil wir eben nicht mehr selbst kämpfen, sondern weil wir gesagt haben, Jesus, du segnest mich jetzt. Und jetzt glaube ich, dass du für mich kämpfst. Und wenn wir vor den Füßen Jesu knien und sagen, du musst für mich kämpfen, dann kann Jesus nicht Nein sagen. Dann haben wir sozusagen gewonnen, weil wir gesagt haben, du musst kämpfen. Das ist Geheimnis. Geheimnis der Sieger. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lieber Vater im Himmel, danke für diesen wunderbaren Vers in Johannes 10, Vers 16. Und danke, dass wir heute sehen konnten, wie sehr und wie stark schon das Alte Testament diese Wahrheit betont, dass bei dir alle Menschen gleich sind. Obwohl wir alle Sünder sind, möchtest du alle retten. Und du willst, egal ob wir aus welchen Nationen, Völkern, Stämmen und Sprachen, welchen Kulturen, Rassen, wo immer wir herkommen, du hast uns alle gleich lieb. Und Jesus ist für uns alle gestorben und auferstanden. Und Herr, gib, dass wir das in dieser Welt, die immer mehr auch ja, in eine falsche Richtung läuft, wo immer mehr Nationen sich verfeinden, wo Menschen nicht mehr miteinander reden, weil sie aus unterschiedlichen Ländern kommen, die im Krieg miteinander sind, dass wir in dieser Welt ein Licht sind dafür, dass vor dir alle Menschen gleich sind und dass du niemanden besser behandelst aufgrund seiner Hautfarbe oder seines Bekenntnisses und dass du jeden von uns segnen möchtest und dass wir, die wir das verstanden haben, das Vorrecht haben, andere auch zu dir zu führen. Herr, wir sehen uns danach, dass in unserem Leben du so sichtbar wirkst, dass Menschen sagen, wir wollen mit dir gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit dir ist. Herr, wir wollen heute erneut dir sagen, dass du uns segnen musst. Wir können nicht alleine kämpfen. Das ist bisher mal schiefgegangen. Und wir glauben ganz fest, dass wenn wir heute erneut uns dir übergeben und fest daran halten, dass du uns segnest, dass du für uns kämpfst, dass wir dann echt Überwinder sind, weil dann du kämpfen kannst. Und dafür danken wir dir im Namen Jesu. Amen.